Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es, euer Onkel Boogie, und wir spielen wieder ein schönes Atari 2600 Spiel. Und zwar hat sich der User Machtnix hatte unter mein letztes Atari-Spiel unter Frostbite drunter geschrieben. Oh, der alte Frogger-Style, der war richtig geil gewesen damals. Ja, das habe ich dann direkt mal zum Anstoß und Anlass genommen, dass ich auch einfach mal hingehe und Frogger bringe. Warum auch nicht, oder? Und wie man sehen kann, hier schön die Verpackung. Und auf dem Fernseher das Spiel, wie man es von damals noch kannte. Und dann würde ich mal sagen, dann machen wir es doch mal sichtbar. Ihr wartet ja eh schon drauf, oder? Gibt ja nicht so viel dafür zu erzählen. Also es ist Frogger selbst ist von 1982 von den Parker Brothers. Von David Lemkins programmiert. Aber Hallöchen, hier bin ich, ja. Und hier ist Frogger. Oh, halt, jetzt. So, wir haben 4 Leben. Wir sind das Fröschlein. Rechts unten ist der Zeitbalken, den wir haben. Wir müssen über die Straße kommen, ohne überfahren zu werden. Oh, ja, jetzt haben wir uns gepaart mit dem anderen Frosch. Es wird ein bisschen eng hier. Wir müssen nämlich da oben hoch. Klack, komm mal her. Jawohl, geschafft. Es gibt halt auch noch nicht nur Gefahren, also es gibt auch Gefahren, die hier auf uns lauern. Ist gerade ein bisschen schlecht, oder? Wobei. Ah, wunderbar. Boah, nein. Das kann. Komm, ich hab den doch gar nicht berührt. Was soll das nur? Was soll das? So, jetzt, was bringt uns eigentlich, den Frosch einzusammeln? Ja, es wird ein bisschen knapp hier. Ach, gegen die Kante gesprungen da oben. Nicht wirklich, oder? Aber nicht schlimm. Wir holen uns hier wieder den Frosch. Ist hier der Stau auf der A3 da unten, ne? Ach, die Braunen lösen sich auf, wenn sie blau sind, oder? Das ist aber schlecht. Ah, nein! Ach, ärgerlich, ärgerlich. Okay, letzte Leben. Also nachmachen wir es ein bisschen besser. Wie auch hier, wie bei den anderen Spielen, gilt auch hier wieder, ich habe nicht geübt vorher. Ich habe nur geschaut, dass ich das Spiel starten kann. Oh nein. Ich glaube, ich hätte mal oben die Fliege holen sollen, die gibt bestimmt extra Punkte. Boah, hier geht es jetzt schon ein bisschen mehr ab. Das ist jetzt schon eher die A3. Und davor war es die A3 in der heutigen Zeit, wo ein bisschen weniger Verkehrsaufkommen da ist. Hoffentlich werden die jetzt nicht blau. Doch, die werden blau und nach blau lösen sie sich dann oft auf. Ach, das war doch blöd von mir. So, nochmal neu. Ich muss leider die Musik immer abwarten. Auch wenn es nicht wirklich so schön ist, aber ich muss auch sagen, hier dieses Piepsen von den Schritten, das habe ich noch in Erinnerung gehabt, so von früher bei Frogger. Aber ehrlich gesagt nicht. Gehen die auch unter die Baumstämme, weil die so leuchten? Cool. Aber die Musik habe ich nicht mehr so präsent im Kopf. Bei manchen Spielen, so bei Pitfall und so, die Melodien, die sind noch gut im Kopf drin. Aber die anderen Sachen jetzt nicht mehr so. Aber lass das Spiel einfach mal für sich sprechen. Sehr gut. Einmal paaren und wieder zurück. Wobei, das ist gerade blöd, was ich mache. Ah, ich dachte, ich werde dann rausgeschoben. Das ist ja cool, ich kann einfach drauf bleiben. Das macht die Sache ja viel leichter.
Mal so, Achtung. Oh, unten rechts, die Zeit war auch knapp gewesen. Wir hätten es beinahe nicht geschafft. Einmal kurz über die A3. Wobei auf den Dingern hier zu stehen ist gefährlich. Oh, jetzt kommt da oben der Alligator. Dann darf man gerade in dem Moment nicht da rein wahrscheinlich. Einmal zu viel gedrückt. Oh nein. Ups. Aber die blauen sind halt gefährlich, ja? Die auflösenden Eisschollen oder was das sein sollen. Jetzt wird die Zeit knapp, aber wir schaffen das. Zack. Oh nein, jetzt ist gerade oben ein Alligator gekommen. Aber auf der A3, da fahren normal nicht so Bulldozer und sowas rum und Rennwagen. Witzig ist ja, dass es den Autos in der damaligen Zeit von 82 nachempfunden ist. Hätten wir direkt mal hochspringen können. Aber alles gut. So, schaffen wir das jetzt auch da oben noch? Ah, Level 3. Oh, jetzt wird es hier unten in der zweiten Spur von den Autos wird's richtig schwierig. Ah, wir haben es geschafft. Uah. Oh nein. Hätte noch einfach weiterrennen müssen. In der heutigen Zeit ist es auch echt schwer, hier ein Frosch zu sein. Und wir paaren uns mal wieder, oder? Oh nein. Ach, das wollte mal zurückspringen. Sieht man mal. Aus der Lust rausgestorben. Da diesmal ein Frosch. Ja. Jetzt geht's richtig ab, der Stamm hier. Nein. Letzte Leben. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Wird knapp, ich sag's euch. So, wunderbar, das schaffen wir. Jetzt kriegen wir doch die Fliege, wenn wir Glück haben. Boah, jetzt kommt eine Schlange auch noch. Das heißt, wir müssen von dem gelben Streifen direkt runter. Aber wir haben ein Leben bekommen. Sehr schön. Oh Gott. Oh nein. Das ist so ein blöder Tod gewesen. Ich meine, ich habe schon den schweren Teil hier unten überstanden. Hallo. Und dann gehen wir ganz rechts in das rein, oder? Ich mag die äußeren eher nicht so. Das ist nämlich erledigt. Ach, nein. Er ist tot. Wir starten noch einmal. Wir schaffen das. Ja, gerade nochmal neu starten. Ich weiß, es ist Betrug. Aber ihr seid nachher froh, wenn wir irgendwie das nächste Level erreichen und das hätte dann mit dem letzten Leben nicht mehr gereicht.
bringt es denn eigentlich, diesen Frosch einzusammeln, den anderen? Bringt es uns extra Zeit oder so? Müssen wir mal drauf achten gleich. Ah, nein! Was für ein blöder Tod. So, und die Fliege haben wir uns auch noch geschnappt. Denn wie wir wissen, wir lieben Frösche fliegen. Und andere Frösche lieben wir ebenfalls. Und jawohl. Ich habe eben gerade Nervenkitzel geliebt, habt ihr das gesehen? Oh. Der hyperaktive Frosch. Ist immer blöd drauf zu springen, wenn man lange warten muss, bis der nächste Balken vorbeikommt. Auf den blauen will ich nicht. So, und dann holen wir uns doch direkt am Anfang mal. So, eins noch. Aber manchmal werden die blauen auch wieder zu braunen. Das ist immer so Zufall anscheinend. Weil es ist gefährlich, was ich hier gerade mache. Das Spiel mit dem Feuer. So, jetzt warten wir uns da oben. Sind uns in der Zeit wird knapp. Oh nein, warum kommt denn jetzt der Alligator? Das ist doch gemein. Ist mir gestorben. Haben wir auch noch nicht gehabt. Aber ist auch blöd gewesen, oder? Dass er genau gerade in dem Moment Alligator kommt. Weil ich jetzt nochmal runterspringen können, hochspringen können. Hä? Ich bin doch. Was war das denn gerade eben, bitte? War eigentlich schon auf dem nächsthöheren Ebene gewesen. Das dachte ich zumindest. Boah, weh, Alligator verschwindet jetzt mal da oben. Ach, jetzt ist die Fliege oben. Ich dachte, das wäre ein Alligator, der da oben drin ist. Hab nicht richtig hingeschaut gehabt. Dann sollen wir wieder ruhig so einen weißen Frosch da holen. Boah, ist ja knapp. Ich dachte jetzt schon, dass ich tot bin.
Warten wir auch schon lange nicht mehr gehabt. So. Und schön. Noch die Fliege geholt. Wir hatten vorhin, glaube ich, 1700 Punkte, als wir das erste Mal gestorben sind. So, wunderbar. Bitte kein Alligator da oben. Ja, geschafft. Jetzt kommt die Schlange wieder. Jetzt geht's hier schon echt böse ab. Aber mittlere Spur. Wieder alles langsam. Ist die Zeit reicht, bis da oben hinzukommen? Könnte knapp werden. War knapp, die Zeit war fast vorbei. So, und rüber. Oh, Hilfe! Hilfe! In Notfall muss ich jetzt mal. Geht die Schlange? Dreht die jetzt um? Oder kommt auf der anderen Seite wieder raus? Oh oh, jetzt dauert jetzt zu lang, bis der Balken wieder da ist. Ja, es wird knapp jetzt von der Zeit, aber es geht. Boah, jetzt kommt ein Alligator. Aha, geschafft. Die Frage ist natürlich, ob der Alligator, wenn er noch nicht ganz im Bild ist, ob man es dann vielleicht noch rüber schafft oder so. Jetzt haben wir ja viel Zeit, sollen wir den am Rand nehmen, oder? Außer es käme jetzt ein Alligator. So, schön. Das war gut. Ja cool, es fehlt jetzt nur noch einer. Wir haben noch zwei Leben. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit verloren. Oh, bitte jetzt kein Alligator da oben reinkommen. Bitte nicht. Oh nein! Jetzt, wo ich jetzt mal versuchen können, reinzuspringen. Och Mann. So, und rüber. Wobei, jetzt machen wir es mal so. Nein, bitte nicht. Das war's gewesen. Ne, wir haben noch ein Leben. Oh Gott. So, ja, bitte kein Alligator. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, jetzt kommt noch oben eine Schlange auf dem Baumstamm. Aber dafür ist hier unten jetzt ein bisschen leichter. Uah, von wegen. Ja, die Bulldozer fahren nicht so schnell auf der Autobahn. Boah, Hilfe. wo sind wir da oben? Sind wir. Die Frage ist auch, ob man vielleicht auf den Alligator sogar vielleicht drauf springen kann. Hinten halt nur nicht ins Maul, sondern auf den Rücken oder so. Oh nein. Ja, ich würde sagen, das war Frogger, ja. Aber es hat Spaß gemacht. Wieder mal ein bisschen in der Reise zurückreisen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass der Onkel Bogi, Frogger oder andere Atari 2600 Spiele spielt. Also meine Freunde, macht's gut, lasst ein Like da. Bis dann, ciao.